Guten Morgen, meine Lieben. Oder für euch ist es ja nicht morgens, für euch ist es abends. Ja, ihr wisst ja, ich nehme ja, wenn nach Möglichkeit, morgens ganz früh auf. Also gleich nach dem Aufwachen, gerade fertig machen für den Tag und dann ab vor die Kamera. Und ja, deswegen bin ich jetzt noch so im Morgenturnus. Wenn ihr das seht, ist natürlich Abend und ihr habt schon den ersten Tag der Woche so gut wie hinter euch. Und ich hoffe, euch geht es gut. Ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Ja, bei mir liegt der jetzt ja noch vor mir. Ich habe noch keine Ahnung, was mich jetzt heute erwartet, obwohl ich natürlich schon Pläne für die Woche habe. Aber wer hat die nicht? Aber gut, okay, wieder ab ins Hamsterrad, wie man immer so schön sagt. Okay, meine Lieben, bevor wir jetzt anfangen, hier steht irgendwo Dauerwerbesendung, weil ich könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen mit dem, was ich sage. Und deswegen ist es eine Dauerwerbesendung. Und unten in der Infobox findet ihr alle möglichen Links, damit ihr nicht mitschreiben müsst, Erklärungen zu den Links. Und ihr findet auch Zeitstempel. Wenn euch ein Thema nicht interessiert, könnt ihr einfach weiterspringen. Okay, also, was gibt es bei mir zu berichten? Der Lesemarathon ist beendet. Ich habe tatsächlich ein Buch geschafft, was echt minimal ist, weil es ja noch nicht mal dick war, aber eine fast perfekte Debütantin ist durch. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich es am Anfang langweilig fand. Am Ende habe ich mich über die Protagonisten aufgeregt. Ich mochte beide überhaupt nicht. Ja, also für mich war das kein gutes Leseerlebnis, aber ein sehr leidenschaftliches. Ich habe am Ende nur noch geflucht. Und ja, Ma hat gesagt, dass du so liest mit so viel Gefühl, das ist für sie unglaublich, dass jemand so beim Lesen wütend werden kann und auch mal das Buch anbrüllt. Und ja, aber wenn ich dann erstmal drin bin, bin ich drin. Aber wie gesagt, lasst euch von mir deswegen nicht abbringen, weil ich sage, okay, mir hat es nicht gefallen. Weil jeder nimmt es ja komplett anders wahr. Das waren jetzt halt zwei Charaktere, die ich als sehr egoistisch empfunden habe, weil sie im historischen Kontext stattfindet, die ganze Geschichte. Und ich finde, daran ist nichts mutig, das ist nur dumm und egoistisch. Und ja, also für mich war das leider nicht das Buch. Und gut, eine Reihe weniger, die ich verfolgen muss. Hey, da kann man doch auch mal glücklich sein. Also ja. Ein Charakter ist mir davon übrig geblieben, den ich mag. Das ist Maximilian, aber war jetzt auch nicht so, dass ich da wieder zurückkehren muss unbedingt bei Teil 2. Okay, so, gut. Also lesemarathonsmäßig habe ich ein Buch geschafft. Ich habe noch ein bisschen jetzt eben, wo ich mich geschminkt habe, habe ich bei Royal Blue weitergehört. Da bin ich jetzt Weihnachten, erst, ich keine Ahnung, wie lange das Buch spielt, aber es ist das erste Weihnachten. Und ich muss sagen, dass ich weiterhin sehr gerne Zeit mit ihnen verbringe, die Charaktere, die Chemie zwischen den Charakteren sehr interessant finde. Und ja, ich halte mich einfach gerne in dem Buch auf. Deswegen lasse ich es mir jetzt auch als Hörbuch, um mich immer wieder auf so Sachen zu freuen, auf die ich mich sonst nicht freuen würde, wie putzen. Aufräumen, Gartenarbeit, diese ganzen Sachen dabei ein Hörbuch zu hören, ist wirklich eine schöne Sache und dafür lasse ich es mir jetzt auch. Sonst habe ich ja immer Hörbücher, bei denen ich denke, ja gut, okay, ob du es jetzt liest oder lässt es. Das ist eigentlich meine Auswahl, aber jetzt diesmal lasse ich mir diese spezielle Praline, damit es mich auch immer wieder zu den langweiligen Aufgaben des Lebens hinzieht. Okay, so, dann haben wir das momentane Lesen auch schon abgehakt. Das wird also nicht im, das ist ja sonst immer die letzte Kategorie. Und gestern Abend, nachdem ich eine fast perfekte Debütantin gelesen habe, konnte ich nicht gleich wieder in ein neues Buch reinstarten. Und deswegen habe ich mich dann hingestellt und habe angefangen, also ich habe jetzt wirklich von diesem Haus, habe ich nur so eine Ecke, habe ich wirklich hinten bespachtelt, auch nur wirklich die Rückseite, um zu gucken, wie es funktioniert. Man fängt immer mit der Rückseite an. Und muss sagen, dass ich den Effekt ganz gerne mag. Das wird dann ja übergestrichen, nur damit es mehr Struktur hat. Wenn ihr euch eine Häuserwand anseht oder so, die ist ja nicht total glatt. Also ja, damit da so ein bisschen Struktur drin ist, habe ich das jetzt bespachtelt und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, wenn ich es erstens ganz bespachtelt habe und das zweite, wenn ich es dann übergestrichen habe. Ja, Geburtstage waren heute keine, die ich erwähnenswert fand, Filme und Serien auch nicht, aber ich habe tatsächlich etwas bei YouTube gesehen und das sind zwei Dinge. Einmal hat Nerdforge, ich glaube, sie heißt so, Martina, glaube auch, dass
das ist ihr Name, haben halt ein Video reingesetzt. Und da, ich habe es euch ja schon gesagt, wenn ihr diese ganzen Miniatur-Do-it-yourself-Häuser und so weiter seht, dann hört ihr immer Lasercutter, 3D-Printer und irgendwelche richtig coolen neuen Tools. Und natürlich machen die daraus mega Sachen. Und dann alle haben Resin am Start. Und oder ein Cricut, wisst ihr, wo ihr diese ganzen, was kann man alles mit einem Cricut machen? Das ist so ähnlich wie ein Plotter, glaube ich, wo man dann die Schrift schön hat, wo man Sticker machen kann und so weiter. Und ja, jedenfalls für normalsterbliche Bastler ist das alles ziemlich hoch. Und sie hat jetzt gerade ein Video reingesetzt, damit die Leute wieder sehen, dass man geile Sachen machen kann, auch ohne viel Budget und ohne, dass man jetzt super viel Geräte braucht. Sie hat also, ich glaube, 5 Geräte benutzt und sie hat $10 eingesetzt. Also es war wirklich nicht viel, was sie da rein versenkt hat in ein Wahnsinnshaus, was sie danach da stehen hatte. Es ist mega, sie hat es aus Pappe gebaut. Sie hat es aus die Verpackungsmaterialien, die sie benutzt hat, und es ist genial. Also gut, okay, da braucht man natürlich auch ihre Techniken, aber es war einfach sehr inspirierend, sehr schön, und ich habe gesehen, dass auch bei ihr, ich glaube, ihr hat das auch gefallen, mal wieder ohne diese ganzen Zusatzmaschinen zu arbeiten. Irgendwie wirkte sie sehr entspannt, sehr relaxed, sehr glücklich in dem Video. Und ich fand es einfach super, also auch sehr, sehr unterstützenswert, dass jetzt mal ein großer Kanal wieder sagt, weg von den Maschinen, wir machen halt coole Dinge auch wirklich ohne großes Budget und ohne massig Werkzeug, das kaum jemand hat. Ja, also es ist extremst inspirierend, was man mit ein bisschen Fertigkeiten, ein bisschen vielen Fertigkeiten, Übung und Talent und Vision schaffen kann. Also ja, es ist mega, und die Vorlage für dieses Haus hat sie wohl auch online gestellt. Wenn ihr also nachbasteln wolltet, könntet ihr das machen. So, gut, dann das nächste ist dann, ja. Ich hatte ja eine fast perfekte Debütantin gelesen und dabei habe ich folgendes Ambience mir jetzt angemacht gehabt für die letzten Seiten: Artist Studio from the 1920s. Ich fand, das hatte auch so einen Charme vergangener Zeiten. Gut, okay, 1920 ist vielleicht jetzt nicht 1820, aber hey, es kommt auf den Vibe an, und ich finde, den hat er sehr schön getroffen. Es ist ein Tageslicht-Ambience, mal nicht so verregneter Kamintag, sondern wirklich eher lichtdurchströmt, was ich sehr schön fand. Und ich werde es euch natürlich unten verlinken. Ja, dann kommen wir auch schon zu der Goodreads-Zeitreise, und das ist für immer nicht viel schlimmer gewesen. Ein Buch, bei dem ich sehr gelacht habe. Ich habe auch so mich amüsiert, dass ich zwischenzeitlich zu Mar gesagt habe, Mar, du musst das hören. Und dann wollte sie auch weiterhören, weil sie sich auch amüsiert hat. Wir mögen es ja, wenn sich Leute in Büchern streiten. Das ist etwas, das kann sehr lustig sein. Und ja, deswegen, es war ein Streitbuch. Es geht um eine Verlobung. Sie wollen heiraten. So, und beide versuchen jetzt, den anderen aus dieser Verlobung rauszuekeln. Und streiten sich und lassen sich was einfallen. Okay, manchmal habe ich echt mit dem Kopf geschüttelt. Da war es mir dann too much. Aber im Allgemeinen hatte ich wirklich meine Freude und meinen Spaß daran. Müsste eine Besprechung online sein. Wenn, dann werde ich sie euch unten auf jeden Fall verlinken. Aber ich hatte richtig meine Freude an. Ist für immer nicht viel schlimmer. Und wer Enemies to Lovers mag, sollte sich das auch ansehen, weil, ja, sie sind halt zwischenzeitlich Feinde, aber komm, es ist eine Liebesgeschichte mit Happy End. So, dann kommen wir zu den momentanen Büchern doch noch. Ich bin gerade nämlich ohne Buch und ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was ich anfangen soll. Ich habe heute aus der Bücherei, also der Online, kam die Meldung, dass ich mir ein Buch ausleihen kann, wo ich Teil 2 aber abgebrochen habe. Deswegen will ich auch gar nicht so groß darüber reden. Jetzt will ich nochmal mit Teil 1 ausprobieren, weil die Serie sehr beliebt ist. Ach komm. Was will ich ein Geheimnis draus machen? Es ist Kissing Chloe Brown, diese Reihe. Mal gucken, wenn ich jetzt bei 1 anfange, ob es mir besser gefällt. Es war ja die Sensation, so viele Booktuber, die ich mag,
mögen dieses Buch und ich wollte dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance geben und als ich gesehen habe, dass die Onleihe es reinbekommen hat, habe ich es mir dann halt vorgemerkt und probiere es jetzt nochmal mit Teil 1 und vielleicht gehe ich dann auch nochmal an Teil 2 ran. Das wäre zumindest wünschenswert. Aber jetzt für den Augenblick wird das wahrscheinlich mein nächstes Buch sein, ohne große Erwartung. Vielleicht wird es abgebrochen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich mir ganz viele Inseln des Lesens einbauen kann in den Tagesablauf. Es gibt so viel zu tun, so viel zu machen, aber es ist bei euch ja auch nicht anders. Und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Wenigstens habe ich nicht das Drama mit Kindern, die krank werden könnten oder die Weihnachten irgendwelche Stücke aufführen müssen und dann Weihnachtsfeiern und so weiter. Das ist ja ein Bimbam, der Gott sei Dank an mir vorübergeht. Ich habe mich in den letzten Jahrzehnten auch von diesen ganzen Sachen echt ferngehalten und rausgezogen. Aber ich weiß, dass das nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor für viele von euch ist. Und dann wollen Geschenke gekauft, eingepackt werden und so weiter. Und für viele ist halt das Fest der Liebe nicht unbedingt das Fest der Liebe, sondern das, wo sie mit ihrer Familie zusammentreffen, die sie alle nicht mögen und die einen nicht akzeptieren. Und ich weiß, dass das für viele von euch Weihnachten nicht unbedingt das Schönste ist. Die Idee von Weihnachten in Filmen und Büchern schon, aber nicht das reale Weihnachten mit der Familie. Für manche natürlich schön, für manche ist das die Erfüllung, aber für ganz viele halt auch nicht. Und für mich war es nie die Erfüllung. Deswegen, ja, aber ich versuche trotzdem, den Weihnachtscharme immer wieder aufzubauen. Das, was man in Filmen sieht, es ist halt eine Vision, der man folgt, dass es so ja sein könnte. Also, kommt gut, es ist jetzt ja auch nach dem ersten Advent, kommt gut durch die stressige Weihnachtszeit. Wir werden euch so gut es geht begleiten. Und dann wünschen wir euch jetzt einfach schöne Lesestunden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch da lasst, vielleicht einen Kommentar schreibt oder uns sogar abonniert. Würden wir uns sehr drüber freuen. Außerdem haben wir noch einen Zweikanal, Glimmerfee Bücherregal. Dort findet ihr Einzelvorstellungen zu Büchern, die wir hier in den Vlogs oder in den Monatsübersichten halt zeigen. Aber da findet ihr alle näheren Infos. Und ja, wir freuen uns über jeden Besuch. Bis dann.